Das Chorforum Wien ist der Dachverband für Chöre in Wien und Umgebung. Es wurde 2001 gegründet und in der Zwischenzeit sind wir sehr gewachsen. Wir haben an die 120 Mitgliedschöre und Ensembles und das sind in Summe an die 11.000 Sängerinnen und Sänger in allen Altersgruppen. Zu unseren Schwerpunkten zählt die Beratung, die Information, die Weiterbildung in Form von Workshops oder anderen Richtungen und natürlich die Vernetzung. Zusätzlich sind wir immer wieder bemüht, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Eines davon ist 2012 entstanden durch unseren damaligen Landeschorleiter Erich Klug, das Konzept Wien singt. Es wird seither alle 2 Jahre sehr erfolgreich von unserem Landeschorleiter Andres Garcia weitergeführt. Dieses Konzept ermöglicht Chören, Ensembles, aber auch Einzelsängerinnen und Sänger, ein großes Werk gemeinsam mit Orchester und Solisten auf die Bühne zu bringen. Somit ist es Aufgabe des Chorforum Wien als Forum für die Sängerinnen und Sänger, neue Konzepte und Ideen, aber auch neue Inputs zu kreieren. Ganz besonders beim Wim singt 2006 war dieses Mal, dass wir musikalisch einen Bogen hatten, so einen dramaturgischen Bogen von der Gregorianik bis zu zeitgenössischer Musik. Das heißt, wir haben gregorianische Antiphonen, eine Schubert-Messe mit Orchester und Chor und ganz besonders 2 Uraufführungen. Eine für Kinderchor, die andere für Kinderchor, gemischter Chor und argentinische Bandoneon. Das haben die Sänger haben diese 2 Stücke zum ersten Mal weltweit gesungen, was immer ganz besonders ist, das zu erleben, wenn ein Werk einfach zum ersten Mal zu hören ist. Auch zu betonen, beim Wien singt im Paradiesum 2016 wir hatten 4 verschiedene Chöre, Kinderchor, Erwachsenenchor, Jugendchor. Das heißt, der Klang ist auf einmal sehr, sehr reich. Du hast sehr weiche Stimmen von den Kindern, die erfahrenen Stimmen von einem gemischten Chor plus der gute Input und Energie von Jugendchor. Das macht im Klang was ganz Besonderes. Das war eine große Freude, dass diese verschiedenen Ensembles auf einmal einen gemeinsamen Klang entwickeln können und bei der Aufführung auch das sehr, sehr zu spüren und zu hören war.